Amantirihai und seine Schauspielerin heißt Maria Hofstetter. Ja, ja. Fuchs im Bausack. Wir sind ja schwer am Arbeiten. Das ist das Buffet, was überbleibt. Ja, bitte warte, Platz zu nehmen. Wir halten sofort in die Kamera. Das ist unser Film, so heißt unser Film. Also das Sackerl ist nicht der Film, aber das... Fuchs im Bausack heißt der Film. Handelt sich diesmal nicht um eine Komödie wie die Migranten, sondern ist es ein Sozialdrama? Nein. Gefängnisfilm? Es ist ein Gefängnisschulfilm. Ja. Die verehrte Frau Hofstetter spielt eine Lehrerin. Ja? Es ist ein Sozialdrama, aber nicht schmähbefreit. Aha. Apfelstrudel spielt eine Rolle? Unter anderem, ja. Ja? Kunst, Malerei, die Hoffnung, dass man durch Kunst, was natürlich Quatsch ist, Menschen ein besseres Leben beschaffen könnte. Na, aber Spaß macht es vielleicht, wenn man im Gefängnis einmal ein Bild malen kann. Anstatt immer nur so, in der Zelle sitzen. Ich meine, ihr kennt's, hast du so wie in all deinen Filmen auch dann mehrere Jahre im Gefängnis gebracht, in Vorbereitung auf deine Rolle? Na, mehrere Jahre, nicht so einfach. Es ist gar nicht, dass man ins Gefängnis kommt. Also. Na doch, eigentlich schon. Naja, obwohl auf der anderen Seite Blümel und so sehr schwierig ins Gefängnis zu kommen. Genau, es kann schon dauern. Aber hast du vor Ort recherchiert? Ja, natürlich haben wir recherchiert. Wie? Wie muss man sich das vorstellen? Also im Vorfeld hat vor allem einmal der Regisseur recherchiert. Dann darf ich die Frage an den Regisseur weiterleiten? Genau, wir machen das jetzt auch so hinher. Ich war vor 12 Jahren das erste Mal im Gefängnis, ja. Freiwillig. Und habe dort für einen anderen Film recherchiert. Und plötzlich bin ich in der Gefängnisschule gesessen. Ja. Und es war für mich total magisch, weil, also für die Kids dort natürlich nicht, aber für mich war es einfach ein sehr spezieller, schöner, besonderer Ort. Der einzige Raum eigentlich im Gefängnis, wo die Jugendlichen freier sein konnten. Aber gibt es im Gefängnis dann auch 1. Klasse, 2. Klasse, 3. Klasse? Oder nein, die Schule ist einfach so eine Gesamtschule, mehr oder weniger. Ja. Und aber wenn man sitzen bleibt, heißt das nicht, dass man noch ein Jahr länger sitzen muss. Nein, so lange sind die Kids gar nicht im Gefängnis. Also ja. Das ist ja wo war das? Josefstadt oder wo? Josefstadt, ja. Genau. Ja. Okay, da haben wir jemanden kennengelernt, der mehr oder weniger auch Schirmherr dieses Films ist. Das heißt, basiert also auf einer realen Geschichte, mehr oder weniger. Genau, das ist inspiriert von den letzten Jahren der Arbeit vom Gefängnispädagogen der Justizanstalt Josefstadt, Wolfgang Riebniger. Ja. Und wir haben uns dann damals kennengelernt in der Gefängnisschule und ich wurde dann ihn vermittelt, wahrscheinlich mit dem Anliegen, dass das jetzt, also dass irgendein Typ halt von außen wieder kommen möchte und irgendwie recherchieren möchte. Also der damalige Leiter wollte mich wahrscheinlich schnell loswerden, hat mich in die Gefängnisschule vermittelt. Und dann habe ich mich mit ihm angefreundet. Also er ist einfach ein ganz besonderer, außergewöhnlicher Pädagoge. Und mich hat das total berührt, was er dort gemacht hat. Ja, weil er kann dort keinen Frontalunterricht machen und sagen, okay, wir machen jetzt Mathematik oder wir machen jetzt Deutsch oder so. Also er hat wirklich sich ständig was einfallen lassen müssen, um die Kinder zu fordern und sie bei... Ist die Maria quasi die Figur von diesem Herrn? Ja, also zuerst war es im Drehbuch auch ein Mann eigentlich. Und dann sitze ich da mit dem Alexander Petrovic, der den Fuchs spielt. Den eigentlichen Hauptdarsteller. Den eigentlichen Hauptdarsteller. Und das Eis kann ich nicht nehmen. Das dann nimm du die Gurke. Ja. Entschuldige, aber sprich einfach weiter. Willst du die Gurke haben? Ja, ich wollte von Anfang an die Salzgurke. Entschuldige, aber bitte, aber sprich, von Anfang an die Gurke haben. Sprich ehrlich. Doch bitte weiter, ich wollte dich nicht. Und oh, jetzt hab ich den Faden verloren. Fang von vorne an, es ist alles egal. Auf jeden Fall sitzen wir da und wir reden über diese Rolle und die Figur. Und dann sagt der Sascha irgendwann, du, warum ist denn der Lehrer keine Lehrerin? Weil es ein Mann ist, hättest du ja sagen können. Ja. Na, ich habe dann 15 Minuten lang die Pappen gehalten und habe darüber nachgedacht und habe mir gedacht, ja, eigentlich ist das eine gute Idee. Aber wenn es eine Frau ist, dann kann das nur die Maria Hofstetter spielen. Dann kann es nur die Hofstetter. Hörst du das oft? Ja. Na. Aber diese Geschichte stimmt wirklich. Also das ist. Ja, man gibt den Eindruck bei dir, liebe Maria, dass du teilweise Projekte machst, die gar kein Geld bringen, die dir wichtig sind. Und dann, um dir das leisten zu können, spielst du dann auch wieder in so Dampfnudel-Blues-Geschichten mit. Ist es so? Wo? Du brauchst nur Ja sagen beim Interview. Das heißt Dampfnudel-Blues-Geschichte. Naja, so lächerliche deutsche Komik. Da habe ich auch mitgespielt. Eben. Das ist groß, das großes Kino. Ja, hat Spaß gemacht, aber es braucht kein Mensch. Sagst du? Ja. Anders als die Vorstadtweiber, wo es total wichtig ist, dass da Gebrauchtwagenhändler vorkommen, oder? Genau. Ein Wahnsinn. Jetzt hat er mich gebrochen. Ich meine, hier sitzen zwei Künstler und irgendein Gebrauchtwagenschauspieler erzählt ihnen, was Kunst ist. Ja.
Aber ich hatte Uwe Leiwand da, das ist wirklich... Eben, wieso hast du mich eigentlich nicht angerufen, so darf ich nie mitspielen bei deinen Filmen? Ja, in dem Fall, weil es keine Frau warst. Ja, und zu alt. Du spielst natürlich gern mit Laien auch. Mhm. Menschen mit Migrationshintergrund, sagt man heute nicht mehr, Menschen mit internationaler Geschichte. Wie viele Leute? Ich habe noch nie gehört. Wie viele Leute? Ja. Sagt auch niemand. Ja, aber klingt gut. Menschen mit internationaler Geschichte? Was heißt das denn? Was heißt das? Was glaubst du? Reicht das dann, wenn man einmal Rai gesehen hat? Ich habe eine internationale Geschichte. Wie viele du hast sowieso internationale Geschichte. Ich habe internationale Geschichte. Maria, bitte. Ja. Wie viele aus dem Cast sind Profis? Wie viele sind Laien? Also genaue Zahlen kann ich dir nicht sagen, aber es sind wirklich die Jugendlichen sind fast so 90% Laien. Wie findest du die? Wie schaffst du es, dass die... Die sind eigentlich über ein Jahr lang gecastet worden. Also wir haben 400 Jugendliche gecastet. 400? Mhm. Über 400. Es ist ja so, dass wenn man das jetzt in einen Film packt, hat das ja auch irgendwie dadurch, dass es im Film ist, sowas fast Romantisierendes. Und Kunst und papapa. Ich war auch zweimal im Gefängnis, soll mit Leuten reden, die dort inhaftiert waren. Und dann weiß ich noch, dass ich den lebenslänglich sitzenden Menschen gefragt habe, machen Sie das wie im Film, so für jeden Tag einen Strich an die Wand, in der Hoffnung, dass irgendwann, dann hat er gesagt, na, das ist ja mein Leben. Das ist ein jeder Tag, der weg ist. Das ist ein gutes Beispiel, dass, was wir vom Gefängnis wissen, sehr viel Klischees sind. Also, ja. Und es ist jetzt keine Neuigkeit, dass Jugendliche durch Malen und durch Kunst sich beruhigen und die Konflikte reduziert werden. Es gibt sogar Studien dazu. In Amerika wird das schon aktiv betrieben in den Gefängnissen, sogar bei erwachsenen Häftlingen. Also ja, nein, also romantisch ist es nicht. Was hat eigentlich euer Vater mit euch gemacht, dass ihr derartig kreativ seid? Das ist schon sehr ungewöhnlich, dass zwei Brüder, du hast vorher ganz am Anfang der Sendung von den Coen-Brüdern gesprochen und es gibt wenige Beispiele, andere in Österreich, wo zwei Brüder derartig geile Dinge tun. Doch, die Resetaritz-Buben. Das stimmt sogar. Aber in verschiedenen Genres. Und bei euch ist das gleiche Genre. Ja. Ich weiß nicht, nichts Spezielles. Wir haben einfach als Kinder viel zum Lesen bekommen, Jules Verne und so. Raupe Nimmersatt auch oder nicht? Spielt die Raupe Nimmersatt im Iran eine Rolle? Diese österreichischen Kinderbücher, das die sind Amerikaner. Bei mir nicht so, oder weiß nicht, ja, so auch Mira Lobe, Nöstling und so. Irgendwie ist das an mir vorbeigegangen. Hast du das gelesen, nein, Maria? Das gab es, glaube ich, zu meiner Zeit noch nicht, wie ich Kind war. Wann warst denn du Kind? Na, Moment. Ja, du tust jetzt so, als wärst du. Naja, es ist, glaube ich, 69. Na eben. Naja, da warst du... Naja, da war ich auch schon 5. Also da ist die Raupe Nimmersatt. Ich meine, ich war immer eine Raupe Nimmersatt. Also, darf ich dir in diesem Sinne... Ja, aber nicht das diese sowas Torte, die Torte ist gut. Nicht schon wieder die Torte. Ja, dann nimm die Wurst, Maria. Ja, dann ist sie lieber die Wurst. Ja, Melone? Melone Arman, mit Wurst. Oder willst du den Magen bitte haben? Ist das okay für dich? Ja, ist super, super. Ja. Ihr könnt den Film also empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Also man darf sich nicht abschrecken lassen von diesem Ort des Gefängnisses. Es ist auch wirklich ein Film, der Humor hat und lustige Szenen und na, so. Na, Graf von Monte Cristo ist auch im Gefängnis und man schaut sich das gerne an. Ne? Wir müssen das Buffet noch Ja, aber wir haben ja die Sackerl gegeben. Also ja, man kann es einsackeln, das Buffet. Ist das, ist das einzige Merchandising-Produkt? Nein, es gibt noch mehr, aber also das ist noch nicht fertig. Außerdem braucht man das für die anderen, für die wichtigeren. Was? Sendungen? Ja. Sag mal, kann es sein, dass die Migrantigen, wo du ja auch Regie geführt hast, einer der erfolgreichsten Filme überhaupt der letzten Jahre war? Kann man das sagen? Zuschauermäßig, weil ich habe dann irgendwann mal eine Zahl gelesen, wo ich mich so, hat mich so geschreckt, weil das so irrsinnig hoch war, diese Zahl. Ja, war sehr erfolgreich. Ja. Ja. Also das war sehr lustig, muss ich sagen. Darf man sich jetzt nicht so erwarten bei Fuchs im Bau. Das ist, wie gesagt, ein Drama. Ich habe auch gestern gelesen, die Leute haben so Angst davor, jetzt so Dramen in die Kinos zu bringen und zu verkaufen, dass sie schon meinen Film als Dramödie bezeichnen. Ja. Habe ich noch nie gehört. Aber ja, wir hoffen, dass ihr ins Kino geht. Der Film ist lustig und wird euch berühren und mal sehen, was passiert. Also, Arman, war die Zusammenarbeit mit Maria das, was du dir erwartet hast? War es genau so dann, wie du es dir erhofft und erwünscht und erträumt? Oder ist sie eine, also eine ganz Diva? Am Anfang, ganz ehrlich sind. Also ganz am Anfang wir haben uns getroffen und ich habe ihr das Buch geschickt noch mit dem Lehrer als Mann. Und da hat sie gesagt, nee. Nein, ich habe gesagt, schau, lies das und so, da steht halt noch drinnen Herr Berger, aber es wird die Frau Berger, wenn du es machen möchtest. Und dann habe ich sie getroffen, das erste Mal, wir waren essen, das zweite Mal
hat sie gesagt, ess mal bei mir was, ich koche dir was, war ich bei ihr. Also immer essen, Robin, bin immer satt. Hm? Dann beim dritten Mal haben wir begonnen, ihre Musiksammlung zu hören, beim vierten Mal. Hast du es gern gehört oder war es so eine Musiksammlung? Ja, sie hat einen super Musikgeschmack, wirklich. Ja? Und sie hat mir ihre ganze Musiksammlung eigentlich vorgespielt. Echt? Und nach 4-5 Monaten regelmäßigen Treffen... Haben wir mal angefangen, über das Projekt zu reden. Dann habe ich mir gedacht, ich hole den Sascha, den Alexander Petrovic rein, damit vielleicht kann er mit ihr beginnen schon irgendwie... Dann musste er sich auch die ganze scheiß Plattensammlung anhören. Das ist ja schrecklich. Was für ein Horrorberuf. Essen und wieder Musik hören. Gott. Ganz viele so 80er Sachen, 90er Sachen. Oh. Und dann irgendwann einmal sagt dann einer von uns so, Maria, wir könnten ja mal was lesen. Und die Maria war so, na, lesen und so, das ist, brauchen wir jetzt. Maria, was ist denn mit dir? Erst einmal eine Nachspeise. Also, ich muss erst einmal die Menschen kennenlernen. Alles geht langsam voran. Ja. Ich bin ein langsam Brüder. Maria hat jetzt erst zugesagt für Ben Hur. Wenn ich dann Vertrauen habe zu wem, dann traue ich mir erst. Sehr toll. Eigentlich. Ja, und er war sehr geduldig und das liebe ich. Aber du bist Oberösterreicherin, oder? Das ist sympathisch. Dass sie sich gefürchtet hat. Du hast auch ein bisschen Respekt gehabt vor dem. Ich bin immer nervös. Weiß nie, ob ich das schaffe. Ich freue mich so sehr, dass es trotzdem, bevor du stirbst, ein paar Filme zumindest gegeben hat. Was soll das denn? Weil das so lange dauert alles so bei ihr. Ach so, ja. 80 Jahre, bis sie zusagt. Ja, die nimmt halt die Sachen ernst. Im Gegenteil. Ich habe es in einem Zug durchgelesen, habe einen Telefonhörer genommen und habe ihn angerufen und habe gesagt, ja. Hey, so das ist eine völlig andere Geschichte plötzlich. Naja, bei der Zusage war ich schnell. So ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Eine Frage noch, habt ihr dann Persisch gegessen oder habt ihr Oberösterreichisch gegessen? Sowohl als auch. Bei dir war ich eigentlich und da gab es Persisch und bei mir gab es... Meine Eltern gekocht haben, meine Mutter. Also gemischt. Liebe Grüße an die Eltern. Liebe Grüße an den Bruder. Liebe Grüße, der ist eh da. Liebe Grüße an... Wo ist er, Arash? Liebe Grüße, Arash. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Wo? Ist er Teil der Band oder was? Warum schaut er da hin? Er hat in die Kamera geschaut. Ach so, die Kamera. Er schaut zur Band, der ist eh da. Und wusste nicht, dass Arash vielleicht Teil von Ruskaya ist. Hast nicht gewusst, ne? Ich darf euch viel Erfolg mit dem Film Fuchs im Bau wünschen. Auch sonst noch ein schönes Leben. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in der Sendung. Ich hoffe ja. Ich bin total froh, dass wir sehen uns außerhalb der Sendung. Ja, wo denn? Ja, keine Ahnung. Irgendwo, irgendwann. Gehst du gern spazieren? Durchaus. Darf ich dich einladen auf einen kleinen Spaziergang mit mir? Und ich kann dir meine Plattensammlung vorspielen. Gerne.